Ja, zur Premiere hier vom neuen Otto-Film. Wie waren so die Dreharbeiten mit Otto? Wie kannst du ein bisschen darüber erzählen? Naja, ich war im ersten Otto-Film ja dabei, 1985. Deswegen kannte ich ihn ja schon ganz gut, wir sind ja befreundet. Das war eigentlich eine ganz schöne Arbeit, weil es sind ja sehr viele Komödiendarsteller da oder sehr viele Komiker da und ein bisschen undiszipliniert manchmal, aber schon, es ging die Post ab. Jeder hatte immer irgendeinen Spruch auf den Lippen und das war schon witzig. Wie ist es, mit jemandem zu drehen, auch wenn du sagst, du kennst ihn schon so lange, der immer witzig ist, der immer lustig ist? Wie ist das? Gibt es auch Situationen, wo er ganz normal ist? Oder? Das ist bei Otto natürlich schwierig. Otto ist manchmal normal, also normal ist er sowieso, aber er hat immer schon die Komikerschiene drauf. Das ist schon richtig. Mirko ja auch. Max Giermann nicht, also unterschiedlich. Wenn du jetzt den Film so, du hast ihn ja schon gesehen, wie zufrieden bist du mit dir selber? Wie kann man ja, das sagen? Naja, zufrieden. Ich meine, das ist ja mein Beruf seit vielen, vielen Jahren. Also wenn ich ihn nicht ausüben könnte, dann wäre es eigentlich traurig. Ich bin mit dem Film sehr zufrieden. Ich finde, es ist der beste Otto-Film bisher. Er hat eine richtige Geschichte. Ich finde, er ist sehr viel erwachsener. Das heißt, es ist für jeden was dabei. Eine tolle Musik und schöne Bilder und es ist eine richtige, gute Geschichte. Also ich freue mich, dass ich dabei bin. Sehr schön. Das, was Otto geschaffen hat über die Jahrzehnte, davon träumt ja jeder irgendwie so in seinem Business erfolgreich zu sein. Es geht da kaum mehr. Was ist, glaubst du, ist das Erfolgsrezept von ihm, wenn man so darüber nachdenkt? Er ist wahnsinnig kreativ. Otto ist irrsinnig kreativ. Es ist ja nicht nur so, dass er sehr komisch sein kann, sondern er ist ein super Musiker. Der spielt ja Gitarre, der hat ja klassische Gitarre studiert, der malt, der ist... Und der hat ja immer eine witzige Antwort, die er sich einfach ausdenkt. Das geht bei ihm wie aus der Pistole geschossen. Und das hat man oder man hat es nicht. Ich habe es nicht. Du hast es nicht. Wenn du jetzt so in deine Zukunft guckst, wie geht es bei dir weiter? Was steht da so an? Dürfen wir das erfahren? Ja, ich drehe gerade in Berlin im Fernsehen. Von mir kommen jetzt, glaube ich, zwei Fernsehen, im ZDF und im ARD. Nächstes Jahr im März dann noch wir wissen ja nie genau, wann die Startdaten sind, nicht? Weil es immer verschoben wird. Also es kommt einiges. Ich drehe ja, wie gesagt, gerade 90er Jahre Mauerfall in Berlin. Wenn du so zurückguckst, deine ganze Karriere, ist es manchmal noch schon noch so, dass man sich kneifen muss und sagen muss, es ist einfach toll, dass ich das machen kann, wovon ich irgendwie wahrscheinlich immer geträumt habe, einfach Spaß dabei habe? Naja, ich habe sehr schnell gelernt, dass... Von der Karriere zu träumen ist zwar schön, aber dumm, weil Karrieren passieren oder sie passieren nicht. Reiner Zufall, wenn man Karriere macht, ist natürlich sehr angenehm, es beruhigt. Aber bei mir hat es ja sehr lange gedauert. Ich meine, ich habe angefangen 1969, da kannst du dir vorstellen, wie lang das ist. Und Karriere gemacht habe ich so in den letzten 15 Jahren erst. Ist schon ein langer Weg. Stimmt. Okay, dann vielen Dank.